Ganz kurz in Englisch. Today I'll show you how to make a light using an ordinary geometry, like a sphere. We create a sphere which is a light. This is possible uh, using Arnold as the renderer. Wir erzeugen heute mehrere Lichter, ohne direkt Lichter zu erzeugen. Wir erzeugen die Lichter aus ganz normaler Geometrie. Das ist sehr spannend und. Ähm, kommt der Realität sehr nahe, weil wir plötzlich von einer Kugel zum Beispiel Licht abstrahlen können, statt jetzt ein Punktlicht oder ein Spotlight in die Szene zu setzen. Oft sind ja die Lichter gerade bei nächtlichen Beleuchtungen eben Kugeln zum Beispiel. So, fangen wir an. Wir nehmen einfach mal ein paar Flächen. Ich gehe hier, das könnt ihr ganz beliebig machen. Ich gehe hier mal zu Curve Surfaces, um euch auch die, zu zeigen, wie schön diese... Kugel sich verwenden lässt, Make Nerves Sphere. Da finde ich den Radius und kann das Ding sehr groß machen. Da kann ich den Start Sweep, das heißt den Öffnungswinkel, auf 180 Grad stellen. Dann öffnet die sich zur Hälfte hin. Dann gehe ich hierhin, drehe sie um 90 Grad. Dann habe ich so sozusagen meinen Dom auf diese Weise halbiert, auf der Hälfte sitzen. Und wenn ich jetzt auch noch zum Beispiel die Skalierung mir überlege, ich mache das Ding einfach flach, nicht ganz flach, so leicht gewölbt, so auf diese Weise mit diesen tollen NURBS-Flächen, die einfach wunderbar ähm, sich beeinflussen lassen, äh, werden typischerweise Automobilflächen hergestellt, also eine Kühlerhaube zum Beispiel oder eine Tür. So, zweite Fläche nehme ich ähm, noch eine Kugel, die mache ich ein bisschen kleiner, und ein bisschen höher und dann nehme ich noch einen Kegel und den Kegel setze ich hier hin, mache ihn richtig lang, und was nehmen wir dann noch? Vielleicht ein Polygon, zum Beispiel einen Zylinder und der kommt jetzt hier hoch und den schiebe ich nach hier vorne, mache ihn. Viel flacher ziehen, noch mal nach oben. So, damit habe ich eine Szene aufgebaut mit äh, vier Objekten: dem Boden sozusagen und dann diesen, äh, diesem komischen Ei, diesem Kegel und diesem Zylinder. Wenn ich das mit Arnold rendere, bleibt die Szene natürlich stockdunkel, weil noch kein Licht drin ist. Jetzt könnte ich ein Licht reinsetzen, aber ich will, dass diese Objekte, die auf der Fläche liegen, leuchten, selber leuchten, selber Lichtquellen werden. Und da fange ich zum Beispiel mal mit dem Ei an und rechte Maustaste, Assign New Material, klebe ein neues Material drauf. Ich habe eine lange, lange, vielleicht für viele abschreckende Liste hier, aber die wird winzig, wenn ich hier auf Arnold klicke. Und da brauche ich den AL Shade Standard Shader. Das ist der, der diese tolle Eigenschaft hat, auch selbst leuchten zu können. Das geht mit den normalen Maya-Shadern äh, nur über Umwege und über Tricks. Im Moment leuchtet noch gar nichts. Wenn ich äh, das Rendern aufrufe, bleibt es nach wie vor schwarz. Jetzt aber. Ähm werde ich mal hier in den Render Settings von diesem Standard Renderer von Arnold mal die Sektion Emission angucken? Ich habe sie schon aufgemacht. Normalerweise sieht es so aus. Ihr müsst wirklich äh, nachdenken, worum es euch geht. Ihr wollt, dass das Ding Licht ausstrahlt, also emittiert. Also öffnet ihr den Emissionsreiter. Ähm, dass es noch nichts tut hier und noch nicht leuchtet liegt an der Skalierung. Ich habe also eine weiße Farbe genommen, es soll mit weiß leuchten, und ich skaliere jetzt das mal hoch. Das heißt, ich drehe eigentlich das Licht auf. Und ihr seht im in der Rendervorschau, wie das Licht in die Szene kommt. Und weil es drumherum stockdunkel ist, es ist ja die einzige Lichtquelle, äh, wird das hier äh, streut das Licht so um sie herum. Äh, Toll an den Arnold-Lichtern ist ja auch, dass sie realistisch mit dem Abfall proportional ähm, umgehen. Das heißt, die Lichtquelle äh, leuchtet nicht ewig in alle Richtungen. Und hier sehen wir schon, ähm, ganz schwach wird der Kegel mit beleuchtet auf dieser einen Seite. Ich kann hier die Skalierung noch hochdrehen. Dann wird es etwas stärker und ich kann jetzt schon ahnen, dass ein Kegel da ist und vielleicht hier vorne auch noch ein Objekt. Also nur mit viel Fantasie. Ja, ähm, jetzt nehme ich mir den ähm, Kegel vor und der Kegel hat, ähm, will ich mal gerade zeigen, der hat einen Standard-Shader, nämlich diesen Lambert. Und ihr seht beim Lambert, das ist ein typischer Maya-Shader eben. Äh, nichts von Emission hier unten. Ihr braucht tatsächlich einen Arnold-Shader, also rechte Maustaste. Ich könnte ihm jetzt das gleiche Material draufkleben, aber ich nehme ein anderes. Ich mache Assign New Material, gehe wieder hier auf die Einschränkung der Auswahl, nehme wieder den Standard Arnold-Shader und auch jetzt tut sich noch nichts, ich muss eben das hier aufdrehen. Und jetzt fängt der Kegel auch zu leuchten an. Er leuchtet schwächer. Ihr seht, ich habe ihn schwächer eingestellt als das Ei. Ich kann ihn natürlich viel stärker machen. Und dann leuchtet er so herum und langsam schält sich hier vorne auch der platte Zylinder heraus. Wenn ich dem Kegel eine andere Farbe geben will, kein Problem. Ich gehe mal auf Rot. Und dann sehe ich, dass diese Leuchtdiode kegelförmig tatsächlich in Rot strahlt. Ich äh, nehme mir mal die Kugel, rechte Maustaste, Material Attributes. Dann komme ich direkt zu dem äh, Shader von dem Ei und dem Ei gebe ich jetzt mal eine Textur. Und zwar ein Schachbrett. Einfach um der Einfachheit halber. Ich kann mir Schachbrett, glaube ich, hier anzeigen lassen, ja, auch in der Maya-Ansicht. Das ist mir im Moment zu unruhig noch und jetzt gehe ich auf den Reiter Place to D Texture. Das heißt, die zweidimensional draufgeklebte Schachbretttextur kann ich hiermit beeinflussen. Und ich gehe mal auf die Coverage und mache, erhöhe die auf 2. Und hier auch auf 2 und dann kriege ich schon viel weniger. Und ich kann das auch noch ein bisschen aufmischen, indem ich sie drehe. So, seht ihr wie im Arnold Render View das auch sich dreht. So, zum Beispiel. Okay. Jetzt gehe ich mal etwas näher ran an dieses Schachbrett-Ei. Und da seht ihr tolle Dinge, die dir passieren. Erstens, tatsächlich ist es eine Lampe. Das heißt, die schwarze Stelle hier erzeugt mir kein Licht auf dem Boden. Da bleibt es dunkel. Während es richtig hell wird, hier wo es eben weiß strahlt. Wenn ich das weiß-rot machen würde, dann würde es eben hier rot rausstrahlen, aber beim Schwarzen strahlt nichts heraus. Außer vielleicht ein bisschen, denn ihr seht, es ist rötlich. Und es ist deswegen rötlich, weil der Kegel daneben rötlich strahlt. Wir sehen ihn hier noch herumbluten, sozusagen. So, und jetzt nehmen wir uns den, ähm, den ähm, Zylinder vor. Und äh, ich habe jetzt zum Moment keine Idee, was ich damit mache, aber äh, ich könnte dem Zylinder ja meinetwegen auch ein neues Material geben, einen neuen Arnold. Und dieser Arnold sollte meinetwegen, naja, einen äh, Farbverlauf bekommen. Der Farbverlauf, äh, den werde ich mir, mir gleich noch anschauen. Im Prinzip will ich Material Attributes äh, erstmal hier aufdrehen, dass er was von sich gibt. Und ihr merkt, im Moment sieht es sehr grau mit ihm aus. Ich klicke da drauf, um mir den Farbverlauf anzugucken. Jetzt Ich kann das hier jetzt ziehen und ihr seht schon, wie äh, offenbar ist es von oben nach unten gemappt, dieser, dieser Ramp. Das heißt, wenn ich das hereinziehe, mehr Schwarz mache, dann verschwindet er langsam nach unten. Ich kann es aber genauso, weil der gerade ausgewählt ist, die Selected Color ändern und zum Beispiel hier auf ein Rot gehen und setze mir hier eine neue Farbe rein und die setze ich auf Gelb. Und dann brauche ich hier noch vielleicht was dazwischen. Das setze ich auf was ganz Extremes, nämlich auf Blau. So und warum sehe ich das nicht? Wahrscheinlich, weil alles insgesamt zu hoch ist. So wird die Sache schon langsam interessanter. Okay. Genau. Dann äh, lasse ich die Sache mal so. Mache das gelb vielleicht. Ich ziehe das Rot auch noch rein, weil der Zylinder hat ja unten noch sein eigenleben unter der ganzen Fläche. Aber so könnte ich das zum Beispiel lassen. So. Und wenn ich das jetzt äh, mir in der Renderansicht ansehe, auch noch ein bisschen näher rangehe, dann arbeitet er sich natürlich hier am Boden auch ordentlich ab in seinen Farben. Das heißt, ihr habt drei Lichter jetzt auf einer grauen Fläche, die ordentlich leuchtet. Und wenn ihr meint, ihr braucht noch einen gesamten Überblick über das Ganze, empfehle ich immer hier bei Arnold bei den Lichtern das Sky Dome Light einzuziehen. Eine große Lichtkuppel, die sich um die komplette Szene wickelt und kriegt jetzt keinen Schock. Wir werden es gleich äh, abmildern. Ein brachiales Licht hier einführt, aber auch ein tolles Licht, weil es nämlich sehr diffus ist. Ähm, ich bin jetzt hier im Attribut-Editor von diesem äh, Light Dome oder Dome Light. Und da kann ich einfach die Intensität runter regeln. Und ich regel die gerne, äh, jetzt ist sie auf 0, ich re regel die gerne auf so 0,1 oder so runter. Dann sieht und kriegt man so einen Eindruck, was da ist. Also ich mache mal 0,05 zum Beispiel. Da sieht man die Fläche im Prinzip wirken, aber ähm, mehr auch nicht. So, und unser ganzes Render gerendertes kann dann zum Beispiel so aussehen. Also genial, wie hier die Lichter von Arnold gerendert werden. In den Render-Settings könnt ihr den noch einstellen, das Rauschen hier rauszurechnen. Dann dauert die ganze Geschichte einfach viel länger.